Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Learn to Xcode Objective-C für Einsteiger. Und in diesem Video geht es um Zeiger und Adressen. Ursprünglich habe ich geplant, entweder Arrays oder was mit Objekten zu machen, aber ich denke, es macht erstmal Sinn, uns diese Sache mit den Zeigern und diesen Adressen anzuschauen, um dann einfacher mit Arrays und Objekten an sich umzugehen und das dann zu verstehen, was da dahinter steckt. Wir erzeugen uns wie gewohnt erstmal ein neues Projekt als Command-Line-Tool, nennen das Ganze Pointer, achten darauf, dass wir hier Foundation und Automatic Reference Counting angewählt haben und erstellen das auf dem Desktop, steigen wieder in unsere main.m ein, entfernen wie gehabt unseren vorgegebenen Code und können jetzt damit beginnen, uns mit dem Thema Zeiger und Adressen anzufreunden. Wir beginnen einfach mal damit, dass wir eine ganz normale Integer-Variable uns anlegen und dieser Variable, ich nenne die jetzt einfach mal Zahl, den Wert 100 zuweisen. Und wie wir es auch schon des Öfteren gemacht haben, können wir den Wert natürlich auch ausgeben und der Wert von Zahl lautet %d, weil es eine Integer ist, und Zahl. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach mal starten, dann bekommen wir hier unten, der Wert von Zahl lautet 100. So weit, so gut. Das hatten wir also schon die ganze Zeit gemacht. Das ist also mal nichts Neues. Jetzt ist es so, jetzt kommen wir dann zum nächsten Thema. Diese Zahl 100, diese Integer-Variable, die ist ja irgendwo gespeichert. Die muss ja irgendwo liegen, damit wir die abrufen können. Und da gibt es natürlich eine Speicheradresse dazu. Und diese Speicheradresse, die können wir uns auch mal anzeigen lassen. Und auch das machen wir über ein NSLog und sagen, die Adresse von Zahl lautet, und jetzt kommt ein neuer Format-Specifier, und das ist P. Und da sagen wir jetzt, die Speicheradresse von Zahl, und die Speicheradresse bekommen wir, wenn wir vor unseren Variablennamen das Zeichen und davor setzen. Und jetzt hier Zahl, dann bekommen wir die Speicheradresse, und für diese Speicheradresse gibt es also hier diesen Format-Specifier P. Und auch das schauen wir uns an. Und da sehen wir so eine kryptische Zahl, aber das ist jetzt die Adresse, unter der unsere Variable, der Wert 100, im Speicher zu finden ist. Der Speicher vom Computer ist adressiert, also der hat im Prinzip, jeder Speicherbereich hat seine eigene Adresse und das ist mehr oder weniger durchnummeriert, und irgendwo wird jetzt dann unter irgendeiner Adresse dieser Wert gespeichert. Der wird natürlich jetzt bei euch anders aussehen, ist auf jedem Rechner anders, ist unwahrscheinlich, dass hier die gleiche Adresse steht, je nachdem, was halt gerade noch im Arbeitsspeicher bei euch drin ist, welche nächste Speicheradresse frei ist, vielleicht auch überschrieben wird, und dementsprechend wird sich dieser Wert hier unten bei euch anders darstellen. Aber grundsätzlich unter dieser Adresse ist jetzt unser Wert 100 zu finden. Und nun können wir einen Zeiger erstellen auf diese Adresse. Das heißt, ein Zeiger, der, wie der Name schon sagt, ein Pointer, Zeiger, der zeigt wohin. Und wohin zeigt er? Er zeigt immer auf Speicheradressen. Und da liegt dann in der Regel was drin. Also, nun bauen wir uns einfach mal einen Zeiger, der auf die Adresse unserer Zahl zeigt. Also, Integer. Und nun machen wir uns einen Zeiger und der sieht so aus. Ein Zeiger zeichnet sich dadurch aus, dass er hier mit so einem Sternchen markiert ist. Und überall, wo ihr so ein Sternchen bei einer Variable seht, dann heißt es, es handelt sich hierbei um einen Pointer. Und den nenne ich jetzt einfach mal Zeiger auf Zahl. Also es soll der Zeiger auf unsere Zahl sein. Und
wie ich es gerade erwähnt habe, so ein Zeiger kann nur Adressen aufnehmen und deswegen müssen wir auch hier die Adresse von Zahl übergeben und nicht Zahl selbst. Und nun haben wir einen Zeiger. Und wenn wir jetzt uns ausgeben lassen, die Adresse von Zeiger auf Zahl, dann geht es ganz genauso. Wir machen hier ein NSLog und sagen, die Adresse von Zeiger auf Zahl lautet, ja, und was wird es sein? Prozent P, und ich hoffe doch mal, es ist jetzt das gleiche, was wir bei Zahl auch schon hatten. Und sagen wir jetzt einfach mal Zeiger auf Zahl und geben das Ganze aus. Und dann haben wir hier also die Adresse von Zahl lautet so und die Adresse von Zeiger auf Zahl lautet genauso. Klar, hier haben wir also die Adresse von Zahl und die Adresse von Zahl haben wir dem Zeiger zugewiesen. Also muss der die ja enthalten. Also stimmt, er zeigt also jetzt hier auf diese Adresse. Wie kommen wir denn jetzt von dem Zeiger hier wieder auf unseren Wert und geht das überhaupt? Ja, das geht, denn wenn wir nämlich die Adresse kennen, dann können wir auch uns anschauen, was denn sich hinter dieser Speicheradresse verbirgt. Also was liegt denn drin? Und da spricht man von einer sogenannten Dereferenzierung. Also, das schauen wir uns auch mal an. Wenn wir jetzt von unserem Zeiger auf Zahl wissen wollen, was steckt denn in dieser Adresse drin? Dann sagen wir, wir dereferenzieren das Ganze. Dereferenzierung von Zeiger auf Zahl. Und dann haben wir natürlich ein Prozent D. Wir wissen ja, da liegt ein Integer drin. Und die Dereferenzierung macht man, indem man hier wieder ein Sternchen davor setzt. Und sagen hier Zeiger auf Zahl. Wir führen das Ganze aus. Und dann haben wir die Dereferenzierung. Schreibt man aber anders. Ganz kompliziert. Ich schreibe ihn nochmal. Dereferenzierung. Jetzt stimmt's. So. Also, wir haben jetzt also die Adresse von Zeiger auf Zahl. Die lautet natürlich gleich wie die Adresse von Zahl selbst. Und wir können, wenn wir also hier ein Sternchen davor setzen, vor diesen Pointer, dann spricht man von einer Dereferenzierung und wir kommen dann an den Wert ran und der ist natürlich auch 100. Wenn wir jetzt den Wert von Zahl ändern möchten, das wäre jetzt ganz einfach, das haben wir auch schon 100-fach gemacht, dann würden wir einfach Zahl einen neuen Wert zuweisen. Ganz klar, würde funktionieren. Wir wollen aber das ja mal mit den Pointern machen. Und wir können natürlich, wenn wir mit so einem Pointer auf die Variable zugreifen können, also wir können den Wert auslesen, wir sehen auch die Speicheradresse, wo er sich befindet, dieser Wert, dann können wir natürlich über diese Informationen auch den Wert selbst ändern, ohne jetzt an die Variable Zahl selbst ran zu müssen. Wir können das auch über den Zeiger machen. Und der Zeiger haben wir ja Zeiger auf Zahl. Und wenn wir jetzt hier einen Wert zuweisen wollten und machen hier ist 200, dann bekommen wir eine Warnung. Und die Warnung sieht folgendermaßen aus. Inkompatibel Integer to Pointer Conversion. Also inkompatible Umwandlung von Int zu Pointer. Warum ist das jetzt so? Ganz einfach. Wir haben hier einen Integer-Wert. Und diesen Integer-Wert wollen wir jetzt einer Speicheradresse zuweisen. Das geht natürlich nicht. Wir können hier nicht die Adresse des Speichers, die ja so lautet, in 200 umschreiben. Das geht nicht. Also wir müssen hier wieder dereferenzieren, dass wir an den Wert rankommen. Und das machen wir, indem wir, wie gehabt, wie im Beispiel vorher, ein Sternchen davor setzen. Jetzt ist das Ganze dereferenziert, wir kommen auf den Wert und haben jetzt Zeiger auf Zahl. Und wenn wir uns die Zahl jetzt nochmal ausgeben, dann ist sie jetzt 200.
Und wir können jetzt auch nochmal schauen, hat sich denn durch diese Änderung die Speicheradresse verändert? Also kopieren wir uns das hier nochmal runter und sehen, nee, die hat sich nicht verändert. Da ist alles gleich, wir haben nur den Wert geändert über den Zeiger. So, das sind jetzt diese Geschichten mit Zeiger und Adressen. Wofür soll das Ganze gut sein? Schließlich war die ganze Zeit überhaupt nicht die Notwendigkeit, hier mit irgendwelchen Zeigern zu arbeiten. Wir haben einfach die Werte, hier die Variablen angelegt, wir haben sie initialisiert, wir haben die Werte geändert. Warum plötzlich dieser Umstand mit Zeigern und mit Adressen? Das liegt daran, dass was wir bis jetzt gemacht haben, bezog sich immer nur auf sogenannte primitive Datentypen. Und das ist also zum Beispiel eine Integer, ein Float, Double, ein Char, das sind alles sogenannte primitive Datentypen. Da können wir direkt damit arbeiten, die können wir direkt ändern. Objective-C ist aber ja eine objektorientierte Sprache und wir werden im späteren Verlauf, also wir beginnen gleich im nächsten Video mit Objekten zu arbeiten und mit Objekten können wir nicht direkt arbeiten. Das funktioniert nicht in Objective-C. Da haben wir ganz genau null Möglichkeiten, direkt mit Objekten zu arbeiten. Mal jetzt dahingestellt, was Objekte genau sind. Objekte können wir nur ansprechen über ihre Speicheradresse und über die Zeiger, auf die sie zeigen. Das ist der Hintergrund. Also wenn wir uns ganz intensiv mit diesen Zeigern beschäftigen müssen und dann natürlich in dem Zusammenhang auch mit den Objekten. Und dieses Video hier soll euch da einfach mal hinführen zu der Sache mit Objekten und Umgang mit Zeigern und Adressen. Im Prinzip ist es aber wirklich nicht schlimm. Wir haben einmal, ich gehe es noch mal kurz durch, eine Variable, die bekommt den Wert 100. Wenn ich wissen möchte, wo liegt denn diese Variable im Speicher, setze ich vor die Variable ein Und-Zeichen, dann kenne ich den Speicher. Wenn ich da einen Zeiger hinzeigen lassen möchte, dann habe ich hier einen Zeiger, der zeichnet sich aus durch ein Sternchen und so ein Zeiger kann auch nur eine Adresse erhalten und deswegen müssen wir hier das mit dem Und-Zeichen übergeben und wenn wir von einem Zeiger auf den Wert zurückgreifen möchten, dann müssen wir den dereferenzieren und das geht wieder mit so einem Sternchen. Machen wir es nicht ohne Sternchen, dann bekommen wir lediglich eben die Adresse, auf die der Zeiger zeigt und wenn wir wissen möchten, was steckt hinter dieser Adresse, dann müssen wir sagen, dereferenzieren und bekommen dann den eigentlichen Wert. Und das Ändern solcher primitiven Datentypen über einen Zeiger funktioniert also so, dass wir hier sagen, wir wollen an den Wert heran, weisen hier einen neuen zu, wie gehabt. Der Unterschied ist einfach nur, dass ein Sternchen davor steht und dann können wir das Ganze abändern. Das erstmal ganz kurzer Abriss zu Zeigern und Adressen. Im nächsten Video schauen wir uns dann die ersten Objekte an und da gibt es natürlich auch ein paar andere Neuigkeiten zum Thema Zeiger und Objekte, aber ich will das jetzt hier nicht zu sehr ausweiten, schauen wir uns einfach im nächsten Video an. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald.